Es geht mal wieder los mit Yu-Gi-Oh! Lange Zeit habe ich es nicht spielen können, weil ich umgezogen bin und Lost Planet 3 erstmal testen muss, aber jetzt habe ich mir gedacht, mache ich doch mal wieder nach einem riesigen Patch. Bin ich mal gespannt, was mich jetzt so erwartet. Meine Hand sieht ja erstmal nicht so schön aus. Aber mal sehen, was Fürst Mimimimi so hat. Good luck, have fun. So, wenn ich das spiele, kann ich ja Gold auch aktiv spielen. Dann habe ich auch schon mal eine starke Kreatur auf der Hand. Er hat gar nichts gelegt, aber Exodia hat. Aber ich glaube, ich spiele mal lieber. Es hat aber lange gedauert. Weil man kann jetzt gar keine Musik mehr in-game. Doch. Wenigstens Soundeffekte. So, was hat er da drunter? Mystischer Raumtyphon. Das ist doch schon mal gut, damit er mir mein Ding hier nicht kaputt machen konnte. Wenn ein Monster deines Gegners einen direkten Angriff hat, kannst du diese Karte speziell von deiner Hand beschwören und die Battlephase beenden. Falls diese Karte durch den Effekt des Spezialbeschwörens verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Okay. Kampfausblender Unterweltler. Verbanne sie, also dieselbe Karte. Also er wird aus dem Spielfeld verbannt. Ich dachte schon. Naja, ich probiere es mal. Irgendwas hat er auf jeden Fall, was beim Schwören oder sonst wo einen Effekt auslösen könnte. Naja, mach was. Warten, warten, warten. Spielt er sein Deck gerade zum ersten Mal? Er muss ja wissen, ob er die Karte jetzt spielt oder ob sie nicht spielt. Das war viel zu schnell, ich konnte gar nicht lesen. Naja, immerhin ist sein Zweck. Dich doch erst mit dem stärkeren Angreifen sein. Dann wäre der Flip vielleicht schon aktiviert gewesen. Aber vielleicht locke ich ihn jetzt, dass er angreift. Dann wird er bestimmt Gold angreifen. Was macht der Junge da, ey? What?
Alle Monster zerstören. Dafür hat er jetzt so lange gebraucht zum Gucken. Na geil. Tausend Schaden. Oh nein! Kann nicht speziell beschworen werden. Achso, ne, wähle ein Monster von deinem Deck und lege es auf den Friedhof. So, ich dachte, er holt sich den jetzt schon wieder. Gib sie auf die Hand zurück. Zeigen. Was hat er jetzt draufgelegt? Noch so ein Wurmfrosch. Okay. Macht das denn überhaupt Sinn, dass er zwei Frösche hat? Außer er kann so fusionieren. Weil der Effekt von dem einen verhindert ja, dass er... Ich kann eine Wunderfusion machen. Nur mit Gold? Gold und Albion? Was kann das sein? Ich warte mal lieber noch ab. Die Karte sieht eher aus wie eine Digimon-Karte oder so. Des Lichts und der Finsternis. Jetzt habe ich sogar einen Alien gezogen. Scheiße, das habe ich nicht gelesen. Einmal pro Spielzug, ich hätte erst was anderes aktivieren sollen. Kacke, ich hätte erst das aktivieren müssen. Scheiße. Kacke. Sein eigener Effekt zählt auch. Und dadurch ist er nochmal schwächer geworden. Aber nächste Runde kann ich ihn wenigstens mit einem Avian schon töten. Das ist doch erfreulich. Ein 2-8er Monster. Oh nein, sein immens starker Frosch kommt zurück. Was soll ich dagegen tun?
Scheiße, aber das ist jetzt doof. Tja, probiere ich. Ich hätte eigentlich gerne eine Waterfee. Ich habe Licht. Ne, Wind ist das. Und Gold ist Licht. Elvian ist Erde. Kann ich denn da was machen? Da fehlt mir Bürstbühr. Erde und Heldmonster. Ich könnte Gaia machen. Sogar den. Warum kann ich denn den? Ach so, ein Held und ein Lichtmonster. Diese Karte hält 300 für jedes deiner verbannten Monster. Standard ist 2,6, damit bin ich schon stärker als seins. Jetzt bist du Zeit deiner verbannten Verbannterskarten. Verbanne auf deiner Spielfeldseite. Also kriegt er dann nochmal plus 600. Also ist er schon mal Standard 3,2. Ich könnte auch Gaia spielen. Probiere die Attacke und Defense oder das. Der wäre theoretisch am stärksten, aber egal. Ich fange erstmal schwach an. Kacke, ich muss klemmen. Ah, das war doof. Ich hätte doch ein anderes nehmen können. Wenigstens doch ein anderes gehabt. Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich einfach den anderen genommen, dann wäre ich schon standardmäßig stärker gewesen als er. Das war doof. Davon hätte ich ausgehen sollen. Das wollte jetzt das Match entscheiden. Vermutlich. Ist ja Kackfrosch, nervt. Kann man immer als Tribut auch spielen. Was ist das? Ach so, zwei Monster auf dem Spielfeld, du kannst diese Karte nicht aktivieren, weil sie fallen könnten. Friedhof hast, okay. Falls du Fallenkarten in deinem Friedhof hast, hast du echt noch keine einzige Fallenkarte gehabt? Tatsache. Gewinnt er echt nur wegen diesem Fehler, ey. Schade, hätte ich wenigstens Dings noch auf der Hand. Genau um 100 Schaden, ey. Hätte ich das gewusst. Der braucht so lange. Kacke, ey. Ich hätte den echt überrannt jetzt. Okay, mit der Dingskarte hätte er mir meins zerstört wieder. Den hätte er im schlimmsten Fall jetzt den gekriegt und mein Monster wäre vielleicht weg gewesen.
hoch, 1100 Schaden sogar.